Dankeschön, ihr lieben Musiker, für dieses wunderbare Stück. Lasst uns beginnen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Unser Gottesdienst geschehe im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Heute an diesem besonderen Tag, am Heiligabend. Auch wenn jetzt noch nicht Abend ist, aber doch ist es schon der Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus in der Nacht geboren wird. Und ja, der Gruß des Engels ist auch für uns heute gültig. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ein bekannter Vers beginnt mit fürchtet euch nicht. Ich habe mir gedacht, tatsächlich, also die Angst, die lähmt, die Angst, die macht unfähig, Schritte zu tun. Oder umgekehrt, sie verleitet den Menschen dazu, panisch etwas zu tun und so irgendwas zu unternehmen. Und das Erste, was der Engel als Botschaft den Hirten auf dem Feld sagt, er sagt, fürchtet euch nicht. Und in der Tat, wir müssen uns nicht fürchten. Wir müssen uns weder vor Gott fürchten, noch vor den Dingen, die kommen werden. Sondern wir dürfen im Frieden sein mit unserem Gott im Himmel, ihn als Vater nennen durch Jesus Christus. Und das ist eine besondere Freude. Deshalb verkündigt auch der Engel diese besondere Freude, die allen Menschen gilt und allen, die wir hier heute versammelt sind, auch allen, die uns vielleicht jetzt zuschauen oder zuhören auf virtuellem Wege, möge der Herr uns heute diese Freude auch im Herzen anzünden, dass wir von dieser Freude angesteckt werden, dass wir innerlich auch darüber uns freuen, dass der Heiland, der Retter, auch für mich geboren ist. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids, in Bethlehem. Lasst uns miteinander diesen Gottesdienst beginnen, indem wir zusammen beten und ich möchte euch bitten, dazu alle aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir hier in dieser wunderschönen Kirche zusammenkommen dürfen, um uns daran zu erinnern, dass du in diese Welt gekommen bist, als ein kleines Kind, um diese Welt dann zu retten von ihren Sünden. Und wir danken dir, dass du uns diese Gelegenheit schenkst und dass wir in dieser unsicheren Zeit uns daran erinnern, dass du gekommen bist und dass wir uns nicht fürchten müssen vor dir, denn du hast Frieden gebracht. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns segnest heute an diesem Tag, in diesem Gottesdienst. Segne die Kinder, segne alle Erwachsenen, segne alle, die nicht dabei sein können, weil sie schwach geworden sind oder krank sind. Herr, wir befehlen sie deiner Gnade an und bitten dich, dass du auch bei ihnen bist, wie auch mit uns. Und erfülle uns mit dieser Freude über deine Geburt, über dein Kommen, auch über das, was du dann in dieser Welt getan hast, dass du die Schuld der Menschen auf dich genommen hast und dass Menschen Vergebung ihrer Schuld haben dürfen und dass der Weg ins Paradies, der Weg in den Himmel jetzt frei ist und wir dürfen dir nachfolgen, dorthin, wohin du uns führst. So sei du mitten unter uns, wie du versprochen hast, und wir loben und preisen dich, den Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Wir nehmen Platz und singen dürfen wir leider nicht zusammen, aber dass wir doch jetzt miteinander auf das Lied hören, Stille Nacht, Heilige Nacht. Das Orchester begleitet das Singteam und die anderen können einfach auch mit Summen.
Wir hören auf das heutige Evangelium und dazu stehen wir alle auf. Das Evangelium für den heutigen Tag steht in Lukas 2 von 1 bis 20. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei dem Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde, und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln, gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Amen. Wir freuen uns über alle Kinder, die dabei sind. Und jetzt möchte ich bitten, dass diejenigen, die etwas vorbereitet haben, auch nach vorne kommen. Lena beginnt mit ihrem Geigenstück.
Geboren. Weihnachten ist Kinder heute, Weihnachten in echtem Stil. Dass sich eine Welt erfreute, kommt mit nach Bethlehem, ihr Leute, dann verfehlt ihr nicht das Ziel. Krippen gibt es Millionen, doch in einer Krippe nur lag der Herr vom hohen Throne, Herr der ganzen Kreatur. An der Krippe knie ich nieder, mit den Hirten bete ich an, ihm, dem Heiland, sing ich Lieder, das ist alles, was ich kann. Gott, der Herr, in seinem Sohne, ihm sei Ehre für und für, wollt ihr, dass der Herr vom Himmel auch in eurem Herzen wohne? Öffnet ihm die Herzenstür.
Und ist heute der Heiland geboren. Amen. Ich habe heute was vor, ich weiß nicht, ob das alles klappt. So, jetzt dürfen alle Kinder zu mir kommen, hierher. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die ein bisschen Weihnachten verdeutlicht. Und zunächst einmal möchte ich mit euch eine Kerze bauen. Eine Bienenwachskerze. Stellt euch so hier, dass ihr hierher schauen könnt. Ja, aber hier diesen Weg vor mir nicht so sehr. So. Und dann erzähle ich euch eine Geschichte von der Bienenwachskerze. Soll mal riechen? Und? Riecht es gut? Ja. Schau mal riechen. Aber nicht alles wegriechen, ja? Ich tu mal riechen, aber ohne Maske. Das ist echtes Bienenwachs. Ja, mit Maske geht nicht. So. Also, es riecht sehr gut. Ja? Ihr könnt dann hinterher. So, und jetzt basteln wir eine kleine Kerze. So, da muss man das Bienenwachs hier so schön umwickeln. Seht ihr alles? Das ist jetzt eine Bienenwachskerze. Ja? Das habe ich auch mal gemacht. Hast du auch schon mal gemacht? So, also jetzt zünden wir sie mal an. Und dann erzähle ich euch eine Geschichte dazu, okay? Ich glaube, ich kann sie hier stehen lassen. So, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte von einer Kirchenmaus und einer Bienenwachskerze. Es war einmal eine arme Kirchenmaus, die lebte in einer großen, aber kalten Kirche. Wir haben hier eine große und warme Kirche, ja? Aber diese Kirchenmaus lebte in einer kalten Kirche. Leider gab es nur wenig zu fressen in der Kirche. Ist ja normal, ja? In der Kirche isst man ja nicht so viel, ja? Deshalb fiel der kleinen Maus gleich auf, als eines Tages in der Adventszeit ein süßer Honigduft durch die Kirche zog. Schnupperte das Mäuschen. Woher kommt dieser herrliche Duft? Riecht sie noch nicht? Und es folgt seiner Nase. Nicht lange, da stand die Kirchenmaus vor einer großen Bienenwachskerze, die zwischen Tannenzweigen aufgestellt war. »Oh, riechst du schön«, sagte das Mäuschen. »Und wie ich erst leuchte«, erwiderte die Bienenwachskerze. »Das würde ich gerne mal sehen«, sagte das Mäuschen. »Ich bin immer nur in der Kirche, wenn keine Lichter mehr brennen.« So beschloss die Bienenwachskerze, dass sie einmal für die Kirchenmaus ganz allein leuchten wollte. Tatsächlich, eines Abends nach dem Gottesdienst behielt die Kerze heimlich einen Funken Glut in ihrem Docht, als sie nicht ganz richtig ausgeblasen wurde. Als niemand mehr nach ihr sah, fing sie, angefacht durch einen Luftzug, wieder zu brennen. Als die arme Kirchenmaus so in der großen dunklen Kirche sah, konnte sie zunächst keinen Ton herausbringen. Noch nie hatte das Mäuschen die Kirche so gesehen. Die kleine Kerzenflamme verwandelte die Dunkelheit des Raumes in ein wunderbares Spiel
aus Licht und Schatten. Oh, das ist schön, piepste das Mäuschen und lief zur Bienenwachskerze hin. In deren Nähe war es ganz hell und die arme Kirchenmaus fühlte sich dort bei der Kerze so wohlig warm wie sonst nur im Sommer an einem warmen Stein. Danke, flüsterte das Mäuschen der Kerze zu. Danke, so schön war es noch nie hier in meiner Kirche. Da lächelte die Kerze und fast hatte es den Anschein, als würde sie beim Lächeln kleiner. Lange saß die Maus bei der Kerze. Warm war es dort, hell und schön. Die arme Kirchenmaus genoss diese Nacht. Ihr war es, als würde sie im Licht und Wärme der Bienenwachskerze baden. Doch plötzlich erschrak das Mäuschen. Du bist ja ganz klein geworden, piepste das Mäuschen. Merkst du das erst jetzt? Erwiderte die Kerze mit leiser Stimme. Komm, ich will dir ein Geheimnis verraten, flüsterte sie. Und das Mäuschen spitzte seine Ohren. Die Bienenwachskerze begann zu reden. Mäuschen, Glück ist brennen und vergehen. Verstehst du das? Das Mäuschen schüttelte den Kopf. Das hat sie nicht verstanden. Nun, was wir zusammen erlebt haben, Mäuschen, das ging nur, weil ich mich nicht gefürchtet habe, kleiner zu werden. Hätte ich eine große, schöne, duftende Bienenwachskerze bleiben wollen, hätte ich nie das Glück in deinen dunklen Mäuschenaugen sehen können. Nie hätte ich deine Freude miterlebt, wenn ich den Funken nicht im Docht hätte glimmen lassen und für dich gebrannt hätte. Ohne mein Leuchten wäre die Kirche jetzt dunkel und kalt und nicht warm und erhellt. Das verstehe ich, sagte die Kirchenmaus. Weil du brennst und kleiner wirst, ist es schön für mich und ich bin froh. Du verschenkst dich mit Licht und Wärme an mich. Das hast du schön gesagt, erwiderte die Kerze. Ja, ich verschenke mich an dich, damit du glücklich bist. Mit großen Augen schaute das Mäuschen die immer kleiner werdende Bienenwachskerze an. Schaut mal, auch diese Kerze wird kleiner. Ja? Glück ist brennen und vergehen, murmelte es. Die Bienenwachskerze nickte und strahlte nochmals besonders hell. Ihr Lichtschein fiel auf das Gesicht des gekreuzigten Jesus, der aus Holz geschnitzt am Altar hing. Fast war es der Kirchenmaus so, als habe er gelächelt. Auch später ging es der kleinen Maus oft so, dass sie in den stillen Augenblicken diesen Jesus anschaute, wenn ihr die Bienenwachskerze in den Sinn kam und ihr der Satz einfiel, ich verschenke mich an dich, damit du glücklich bist. Ihr lieben Kinder, das war ja eine wahre Geschichte. Die Maus kann nicht reden und die Bienenwachskerze auch. Ja, aber diese Geschichte verdeutlicht ein bisschen, was Weihnachten bedeutet. Jesus hat sich an uns verschenkt, damit wir glücklich werden, damit wir in den Himmel kommen. Und wenn Jesus das nicht machen würde, dann würden wir immer noch in der Dunkelheit sitzen und nicht wissen, wer Gott ist und wie man in den Himmel kommt. Jesus hat einmal in der Bibel gesagt, beziehungsweise ein Jünger von Jesus, er hat gesagt, ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Und da können wir sagen, danke, Herr Jesus, dass du nicht im Himmel geblieben bist, in deinem schönen Paradies bei Gott, sondern dass du zu uns auf unsere Erde gekommen bist und dich uns geschenkt hast. Das ist Weihnachten. Also, jetzt dürft ihr wieder an eure Plätze zurückgehen und vielleicht könnt ihr euch an diese Geschichte auch erinnern, wenn ihr wieder zu Hause seid. Ja, auch für die Erwachsenen habe ich eine Geschichte mitgebracht.
Weihnachten, wir haben ja das Evangelium gehört und ja, viele Menschen sind an Weihnachten in der Kirche und man könnte sagen, wissen Bescheid. Ja, auch diejenigen, die an Jesus Christus nicht glauben, ja, wissen ungefähr, was an Weihnachten geschehen ist. Ja, so in etwa, da ist Jesus als kleines Kind geboren. Aber viele verstehen doch den Sinn, den eigentlichen Sinn nicht dahinter. Und ich denke, ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, aber ich finde sie so gut. Sie handelt von einem Amerikaner, John Noble. Und die Geschichte ist tatsächlich passiert, also nicht so wie hier mit der Kirchenmaus und der Bienenwachskerze. Das ist ja eine ausgedachte Geschichte gewesen, um etwas zu verdeutlichen. Aber diese Geschichte geschah wirklich. Und die geschah am Ende des Zweiten Weltkrieges, im Jahr 1945. Und da war dieser Amerikaner, John Noble, erst 22 Jahre alt. Und er wurde vom russischen Geheimdienst festgenommen, zusammen mit seinem Vater, der als Geschäftsmann in Dresden wohnte. Ohne Begründung, ohne Anklage wurden sie verhaftet. Und die nächsten 9,5 Jahre verbrachte John Noble an einem der kältesten Orte der Welt. So, manche wissen schon wahrscheinlich, wohin es geht. Im Gefangenenlager Workuta in Sibirien. 1954, also 9,5 Jahre später, öffnete sich für ihn das Stacheldrahttor Richtung Freiheit. In dem Speziallager Potma wurde er mit anderen unter 50 Kilo abgemagerten Gefangenen auf die Entlassung vorbereitet. Ein Arzt kam auf ihn zu und deutete auf eine kleine Baracke. Dort liegen 12 kranke, todkranke Häftlinge mit einer sehr ansteckenden Krankheit. Die russischen Posten versorgen sie nicht. Ihnen ist gleichgültig, was mit den Kranken geschieht. Würdest du sie betreuen? John Noble schluckte und antwortete: Wenn du fragst, ob ich das will, dann ist die Antwort nein. Aber wenn es niemand anderes tut, werde ich es tun. John betrat die Baracke, aus der ihm widerlicher Gestank entgegenschlug. 12 Männer lagen auf den Pritschen, lebendige Skelette. Ein bisschen Essen und lauwarmes Wasser stand für sie bereit, sonst nichts. Der Amerikaner legte den Arm um den ersten, setzte ihn auf und flößte ihm Nahrung ein. So ging er durch die Reihen. Am nächsten Morgen war einer gestorben. Die anderen 11 erholten sich. 2 Monate später feierten sie zusammen Weihnachten. Sie hockten um ein paar zusammengesteckte Tannenzweige und summten Weihnachtslieder. Ein Deutscher stand auf und sagte: Wir lagen alle im Sterben. Als du hereinkamst, trotz der Gefahren, hat sich jeder von uns gesagt, wir müssen weiterleben, wir dürfen nicht aufgeben. John Noble ergriff seine Hand und antwortete: Wisst ihr, was Weihnachten bedeutet? Die Geburt von Christus, der gestorben ist, um uns zu helfen, um uns die Möglichkeit zum Überleben zu geben. Alle 11 wurden später gesund entlassen, auch ihr Helfer. Ums Überleben geht es an Weihnachten, hat Noble gesagt. Darum, dass einer die Baracke unserer irdischen Existenz betritt. So hat schon ein Prophet im alten Bund gebetet zu Gott: Ach, wenn du den Himmel aufreißen würdest und herniederkommen würdest zu uns, das wäre doch unsere Lösung, die Errettung. Die Menschen wussten von Gott nichts, wussten auch von seinem Licht nichts. Jeder hat sich seine eigene Religion zusammengebastelt. Die einen haben gesagt, um von Göttern gesegnet zu werden, muss man das tun. Die anderen haben was anderes gesagt. Und sie haben einander bekriegt und einander umgebracht, weil
man keine Toleranz füreinander hatte. Niemand wusste genau Bescheid. Aber alle verstanden, wir sind nicht gut genug für den Himmel. Wir sind einfach zu schlecht. Und jeder Mensch, der ein bisschen ehrlich mit sich selbst ist, der wird das zugeben. Nicht immer sind meine Gedanken in Ordnung. Nicht immer sind meine Worte in Ordnung. Nicht immer bin ich völlig okay, auch meine Taten. Da habe ich mal was mitgehen lassen oder da habe ich mal ein bisschen Lüge erzählt. Natürlich zum Wohle der anderen, aber vielleicht auch zum eigenen Wohle. Aber jeder weiß irgendwo, wenn er ehrlich mit sich ist, ich bin für den Himmel, für den heiligen Gott eigentlich zu schlecht. Und ich kann mit mir nichts machen. An jedem 1. Januar, jeden Jahres, da gibt man sich Versprechen und denkt, ich werde mehr tun, ich werde besser sein und ich werde das ablegen. Und dann vergeht ein ganzes Jahr und am Ende des Jahres stellt man wieder fest, es hat doch nicht geklappt. Ich wollte besseres Denken, ich wollte besseres Sprechen, ich wollte besser leben, aber es hat nicht geklappt. Und so vergeht ein Jahr um das andere und dann kommt das Alter. Und viele werden dann ganz deprimiert, weil sie wissen, sie können nichts mehr verändern, auch wenn sie wollten. Die Kraft ist nicht mehr da. Viele Menschen, die sie beleidigt haben, denen sie etwas gesagt haben, sind nicht mehr da. Und jetzt müssen sie sterben und sie wissen nicht, wohin es geht, wenn sie sterben, wem sie begegnen werden, ob sie jemand begegnen werden. Und wenn es Gott ist, wenn es doch wahr ist, dass es dort einen Gott gibt, was werde ich ihm sagen? Wie werde ich mich rechtfertigen? Ums Überleben geht es an Weihnachten. Es geht darum, dass wir weiterleben. Dafür hat uns Gott geschaffen, damit wir leben. Er hat uns als ewige Wesen geschaffen. Es geht darum, dass jemand diese Baracke unseres Lebens betritt. So wie dieser Nobel zu diesen todkranken Menschen. Und sich ihrer angenommen hat. Ihnen helfen wollte. Darum geht es an Weihnachten. Dass Gott in unsere Welt kommt, dass Jesus in unsere Welt kommt, Gottes Sohn, um uns zu helfen in unserer Hoffnungsarmut, in unserem Leidensdruck, in unserer Todverfallenheit. Wahrscheinlich wie noch nie, so zumindest in meinem Leben kann ich so sagen, waren die Menschen nicht so verängstigt im Blick auf die Zukunft und wenn sie krank werden und was diese Krankheit bringt. Krebs haben wir schon lange und viele Menschen sterben an Krebs, aber dieser Coronavirus, der hat doch so vielen Menschen richtig zugesetzt. Was ist, wenn ich als junger Mensch krank werde und sterbe? Da merkt man, wie ohnmächtig man eigentlich ist, wie hilflos, wie keine Möglichkeit man hat, dagegen anzukämpfen. Es geht darum, dass jemand sich unserer angenommen hat an Weihnachten, dass Jesus, Gottes Sohn, gekommen ist in unsere Todverfallenheit. Wir sind dem Tod ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob die Hirten, hier sieht man es auch ein bisschen auf diesem Bild, ob die Hirten in Bethlehem, als sie gekniet haben, Weihnachten genauso verstanden haben. Als sie vor diesem Jesuskind gekniet haben, ob sie gedacht haben, ach, das ist so, wie ich jetzt das erzählt habe. Ja, dass jemand endlich die Baracke irdischen Lebens betreten hat, das weiß ich nicht. Vielleicht verstanden sie nicht sehr viel davon. Aber sie erahnten, dass da etwas Großes geschehen ist. Dass da etwas Rettende, etwas Göttliche geschehen ist. Dass das die Weltgeschichte wahrscheinlich ganz verändern würde. Nachdem sie die Engelsbotschaft gehört haben, die sie so sehr aufgeschreckt hat. Und an dem sie dann hingelaufen sind nach Bethlehem und dann das Kind tatsächlich dort gefunden haben in der Futterkrippe. Und nachdem sie von Josef und Maria Auskunft erhalten hatten, diese Auskunft beinhaltete bestimmt auch eine Erinnerung an die Propheten, an das, was Gott durch die Propheten damals den Menschen sagen ließ. Es wird einmal ein Messias kommen. Es wird einmal ein Retter kommen. Zum Beispiel in Jesaja 9, Vers 1, da wird der Retter angekündigt. Zacharias im
ein Priester, erfüllt vom Heiligen Geist, spricht von der herzlichen Barmherzigkeit Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. In Lukas 1. Und heute haben wir gehört, dass am Tag der Geburt Jesu der Engel die frohe Botschaft verkündigt hat. Er hat es nicht mehr angekündigt, sondern verkündigt. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland, der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Dieser Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes, ist der, der die Menschen rettet von ihren Sünden. Als der Engel der Maria dann seine Geburt ankündigt, sagte er, du sollst ihn Jesus nennen, denn sein Name bedeutet Rettung. Gott rettet. Später werden die Apostel verkündigen und sagen, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig gerettet werden. Es geht also um viel an Weihnachten. Es geht nicht um die Kerzen. Es geht nicht um den Weihnachtsbraten hinterher. Es geht auch nicht um eine schöne Stimmung, um eine feierliche Stimmung. Es geht tatsächlich ums Überleben an Weihnachten. Gott selbst betrat in Jesus Christus diese Welt, weil die Welt zugrunde ging. Ohne Gott wäre die Welt zugrunde gegangen, für immer. Und deshalb kam Gott selbst in diese Welt, um uns zu helfen. Ich bitte dich jetzt zu hören, was die Bibel sagt. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. An Weihnachten geht es auch nicht um einfach einen geschichtlichen Rückblick, sondern es geht auch um dich, um mich. Und die Bibel sagt auch, wie wir persönlich, jeder von uns, gerettet werden. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn, an Jesus glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen und anderen Menschen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird selig werden. Darum zögere nicht und rufe heute den Namen des Herrn Jesus an und sei gerettet. Amen. Wir hören jetzt ein Lied von der Jugend. Und gleich anschließend dann von Christine Pfeiffer und Familie.
опустился вечер над землей, и на небе много звезд зажглось. Но когда-то в те года ярче всех была одна. Тебя Христа к нам сошла любовь на землю от Отца, чтоб больные исцелить сердца, от бедных ясли до креста Иисус свой путь пройдя. Сошла любовь на землю от Отца, чтоб больные исцелить сердца, от бедных ясли до креста Иисус свой путь пройдя, чтоб открыть нам двери. Ja, ich denke, es ist heute deutlich geworden, was Weihnachten ist. Wer das noch nicht gehört hat, es geht um Jesus an Weihnachten, dass er gekommen ist. Und ja, möchte noch einmal wiederholen, freut euch, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist der Herr in der Stadt Davids? Jesus Christus. Und ja, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Ich danke herzlich allen, die ganz aktiv beteiligt waren
um diese Botschaft ja, in Musik zu kleiden, in Worte zu kleiden. Und ja, möge der Herr uns alle segnen heute an diesem Tag und auch morgen. Ich möchte gleich abkündigen und einladen, dass wir morgen am 1., am Weihnachtsfest, auch wieder einen Gottesdienst zusammen feiern möchten, hier um 14 Uhr. Herzliche Einladung dazu zu kommen. Und dann auch am Sonntag, das ist der erste Weihnachtstag, am 26. also auch um 14 Uhr. Herzliche Einladung, zum Gottesdienst dazu zu kommen. Und wir freuen uns auch über die Möglichkeiten, die wir haben, miteinander Gottesdienste zu feiern. Und jetzt lasst uns diesen Heiligabend-Gottesdienst beschließen mit einem gemeinsamen Gebet. Jeder darf auch beten, noch einmal im Gedanken das bewegen, was wir gehört haben, dem Gott für Jesus Christus danken. Lasst uns beten. Hey. Amen. Herr Jesus, wir danken dir noch einmal für deine Gnade und Güte, für deine große Liebe, mit der du uns geliebt hast, uns Menschen, dass du gekommen bist in unsere Welt und du hast an jeden von uns gedacht und du möchtest, dass jeder dich kennt und auch den Weg findet in den Himmel. Darum bist du gekommen. Du hast dich an uns verschenkt. Du hast dich erniedrigt, obwohl du groß gewesen bist und du hast dich aber erniedrigt um unseretwillen und du hast dein Reichtum abgelegt, damit wir reich werden in dir. Und darum preisen wir dich und loben dich dafür. Und wir bitten dich, dass du dein Wort segnest, das wir heute gehört haben in verschiedener Weise und dass es nachklingt in unseren Herzen, dass es nicht verloren geht, sondern dass wir es ernst nehmen, was wir gehört haben, dass wir dich anrufen und dass wir gerettet werden durch dich von unseren Sünden für das ewige Leben. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten, wie du uns, Herr Jesus Christus, gelehrt hast zu beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte bitten, noch einmal Platz zu nehmen. Solange ich noch Grüße, die uns erreicht haben, hier weitersage, darf ich das Orchester schon vorbereiten, auch das Singteam für das letzte Lied, das wir miteinander singen wollen. Ja, uns hat ein Gruß erreicht aus der Gemeinde, aus der Jugend Schwarzach. Und sie grüßen uns mit dem Wort, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids, aus Lukas 2, Vers 11. Und wünschen uns gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir bedanken uns herzlich auch für diesen Gruß. Und auch die Jugend Heilbronn hat uns grüßen lassen mit dem gleichen Vers. Liebe Gemeinde, wir wünschen euch frohe und gesegnete Weihnachten sowie ein gesegnetes neues Jahr 2022. Dankeschön auch dafür. Und wir
wünsche natürlich auch allen, die hier sind und heute gewesen sind, fröhliche Weihnachten. Heute einen schönen Abend noch miteinander, vielleicht mit der Familie und ja auch morgen, wenn der Herr schenkt, dass wir zusammen miteinander noch einmal Gottesdienst feiern. Und jetzt singen wir noch zum Schluss das bekannte, schöne Weihnachtslied »Leise rieselt der Schnee« und dann schließen wir mit dem Segen unseres Gottes und gehen nach Hause. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Auf Wiedersehen. Gott segne euch. Fröhliche Weihnachten.